Weiter geht's mit dem SC Freiburg in unserer FIFA 17 Karriere. Heute Spieltag 14 auf dem Plan gegen den FSV Mainz 05. Die Mainzer da auf Platz 9. Auch die mit 17 Punkten. Also auch das für uns heute wichtig. Aber wir sollten ein bisschen rotieren, denn danach steht ja schon das Pokal. Achtelfinale gegen den ersten FC Kaiserslautern an. Genau. So, dann gehen wir noch mal kurz ins Büro hinein. Christian Günther hat seinen Vertrag verlängert und Spiel gegen die Hertha wurde neu angesetzt. Die Hertha spielt international wahrscheinlich deswegen. Aber ich würde sagen, wir gehen rein in den 14. Spieltag nach Mainz. Wir in Weiß, die Mainzer in Rot. Dann werden wir heute mal ein bisschen rotieren, denn unter der Woche steht Pokal an. Und dazu kommt das Leimer und auch Waldschmidt ja verletzungsbedingt fehlen. Dorsch darf heute mal für grüne Reihen. Möwald darf noch mal für Klaus rein. Oder? Ja, darf er mal. Lecro darf mal für Stenzel spielen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, gehen wir es so an. Nach Mainz. Im Regen. Parallel heute Hannover gegen Hamburg, Dortmund in Hoffenheim und Union empfängt Leipzig. Und wir gehen rein in die Oper nach Mainz. Da dieses Spiel, wie gesagt, für beide wichtig, denn wir wollen uns weiter Richtung Europapokal so ein bisschen inoffiziell hierhin rantasten, weiter dabei bleiben. Die Mainzer könnten uns mit einem solchen Sieg hier heute zu Hause eben genau in die Richtung kommen. Was für die Mainzer auch durchaus ein nettes Geschenk wäre. Ich muss mal kurz einen Schluck Getränk zu mir nehmen. Ja, Christian Günther, unser Kapitän, der unsere Freiburger in Mainz aufs Feld führt. Bei den Mainzern sehe ich schon Cordoba, meine ich, habe ich jetzt schon gesehen. Ich glaube, Quaison auch. Und man blickt auf die Tabelle, die Bayern nur Achter im Moment. Hier 7. Mainzer 9. Also beide brauchen heute den Sieg. Und dann schauen wir nochmal auf die Aufstellung der Mainzer. Nennen uns die Regie, die jetzt gleich einblendet. Ich hoffe, die kommt auch. Das ist Huth sehe ich, Donati sehe ich da. Rosinski erkenne ich. Rodriguez, Chippermann. Der ist er da. Der Azunali, Spyro, Quaison müsste auf der 7 auch gewesen sein, also anscheinend. Und wir sehen jetzt schon der Mainzer Hude im Tor, Donati, Bungert, Baluku, Bosinski, Rodriguez, Gewimmer, Azunali, Teru, Quaison und Simon da im Sturm in einem 4-2-3-1-System. Der Mainzer. Unsere Aufstellung nochmal kurz: Webele, Grönemeyer, Lienhardt, Günther, Gondorf, Dorsch, Möwald, Kerk, De Castillo und Thuram im üblichen 4-4-2. Und damit stoßen wir an über Thuram, über Gondorf, Möwald, Thuram, Dorsch, Kerk,
Gut gemacht, nochmal drauf gestiegen. Günther macht direkt auch nochmal drauf. Wieder nochmal Kerk an. Kerk auf der Seite. Die Flanke geblockt von Brosinski und Balogun. Kann dann erstmal klären. Öztunali, die setzt sich da gut durch. Gibt mal ab auf Donati, der jetzt richtig Platz hat. Donati, Öztunali, Rodriguez. Simon ist das, der Mainzer Stoßstürmer. Gegen Günther. Das ist etwas sehr einfach, wie sich da durchsetzen kann. Dann geht den an. Hintermeier muss ihn dann erst dicht machen quasi. De Castillo. Dorsch, Thuram, Kerk. Zurückgelegt. De Castillo kommt nicht zum Abschluss. Setzt aber nach. Dann mit Kerk. Aber die Mainzer lernen es spielerisch. Über Öztunali, über Cebama, über Bungert. Wieder rausgelehnt Rodriguez. Kerk geht kurz drauf mit dem Lippen zurück. Wichtig. Quaison, Rodriguez. Wieder Quaison. Cebama auf Simon, der auf Jairo. Rosinski. Ballverlust an Gondor. Für Thuram. Für Niklas Dorsch abgegrätscht, aber De Castillo in Freiburg macht einfach weiter, langer Ball geklärt. Dortmund führt in Sinsheim. Die Mainzer über Öztunali zurückgelegt, Donati, Cebama gut vorbei, wieder Quaison, Simon durch gestellt. Die Flankenoption für Jairo. Kehr kriegt ihn aber nicht geklärt. Günther klärt ihn dann. Möwald. Günther. De Castillo auf Möwald. Und Möwald zieht mal vorbei. Will Thuram anspielen. Kommt nicht an. Brosinski. Möwald holt den Ball. Und Thuram nochmal raus. Balogun dazwischen. Wird aber abgefälscht. Deswegen kommt der nicht ganz an. Bei Möwald. Und so die Mainzer über Quaison, über Simon, der sich einfach durchsetzt. Lienhardt kriegt den nicht verteidigt. Günther kriegt den Ball nicht geklärt. Dorsch muss ihn dann irgendwann klären. Über Möwald, über Kerk. Sucht jetzt mal mit Tempo. Und Kerk hat das Tempo. Bringt die Flanke, aber Thuram geht nicht in die Mitte. Und Balogun zurück und Hut kann den Ball dann rausschlagen. Auf Simon und es geht gleich in die andere Richtung weiter. Also, aber der Simon läuft in Seiten aus. Einwurf für die Freiburger. Gondorf, Lecroix, Dorsch, Kerk, Günther. Dorsch, schlechter Ball von Dorsch in dieser Phase. Cebama, Quaison, Jairo, Gondorf gut dazwischen. Lecroix, Dorsch, Kerk, Günther, Dorsch, Kerk jetzt mal mit ein bisschen Tempo. Kerk in der Box zurückgelegt, Günther der Ball abgeblockt. Aber der Ball wird uns gleich ausgeklärt. Hier ist der Einwurf für die Freiburger. Halbe Stunde ist hier gespielt. Kerk beim Einwurf mit Günther. Wieder Kerk. Kerk gegen Donati. Verliert den Ball. Donati kann sogar spielerisch klären auf Bungert. Der auf Rodriguez. Der wiederum die Linie entlang. Da für Öztunali. Dorsch klärt zum Einwurf. Richtig, guter. Gut, das ist eine Leihgabe aus München. Dann über Einwurf zurückgelegt. Donati, Rodriguez, Bunga für die Mainzer ins Zentrum auf Cebama. Cebama auf Jairo. Mir fällt jetzt wieder vor dem Tor der Freiburger jetzt. Brosinski, Lecroix dazwischen, aber nur auf Simon. Er legt ihn wieder gut ab, aber Hintermeier hatte aufgepasst. Kerk. Dorsch, Gondorf, da ist irgendwie ist mir ein bisschen zu wenig
Bewegung. Ist das gut gespielt, gut dazwischen. Bosch, Kirk. Der lange Ball. De Castillo. Nicht durchsetzen. Gibt Einwurf für die Mainzer. Über Donati. Sonali, wieder Donati. Im Zentrum Simon. Wieder Donati, Rodriguez, Gondor, Dorsch. So, wenn jetzt mal irgendwo einer sich zum Konter erklären. De Castillo, Dorsch natürlich nicht der schnellste, Kerk aber schon. Und Kerks Flanke, da muss auch dann einer ins Zentrum reinlaufen, um die Flanken dann mal zu verarbeiten. Lienhardt, Dorsch. Ah, schlechter Ball. Möwald, Gondorf. Necro, Möwald. Thüram. Ah, Balogun dazwischen. Langer Ball von Donati auf die Seite, Lecro zur Stelle. Thüram. Ah, Lecro dazwischen, leider durch Mainz mit Weißer. Das ist ja aber Halbzeit. 0-0 in Mainz. Eine Partie. Wenig offensive Highlights auf beiden Seiten. Viel Mittelfeldgeplänkel in Ordnung. Hannover gegen Hamburg 1-1. Dortmund führt 1 zu Lehn Hoffenheim. Union gegen Leipzig 1-1, später noch Wolfsburg gegen Gladbach. So, und hier ist jetzt die Frage zur Pause, gibt es schon den ersten Wechsel? Ich überlege jetzt nur, wie man wechselt. Du bräuchte mir im Pokal vielleicht nochmal, deswegen wäre es wichtig, den noch nicht ganz so zu bringen. Castillo im Sturm ist aber auch nicht so stark. Das heißt, man könnte tatsächlich was offensiver stellen. Wir wollen erst in die Zentrale. Die Castillo nach rechts, Dorsch raus, Rinne rein. Also erster Wechsel jetzt zur Pause schon. Beim Sportclub hier. Was offensiver jetzt. Besser schon für die Mainzer auf Rodriguez, auf Balogun, auf Brosinski, auf Djibama, Simon, immer noch Simon, die lang auf der langen Pfosten, der Kopfball von Kweißer, aber keiner da. Freistoß gibt es sogar, weil abseits sogar. Schwebe kurz auf Lienhardt. Günther, Ewald, Rinde, der Schwede, Gondorf, mal mit Tempo und dann der Ball auf De Castillo, der mit der Hereingabe, da ist Rinde und Hut mit der Riesentat. Und das war mal eine richtig gut gespielte Aktion der Sportclubs hier in Mainz. Erst das wirklich das Highlight kurz nach der Pause. Sonali für die Mainzer jetzt. Donati. Geht einfach vorbei auf Rodriguez. Günther ist nicht bei Hintermeier, ist das dabei ihm. Günther hilft ihm dann und klärt in Richtung Kerk. Der kommt aber auch überhaupt nicht ran. Gibt es Einwurf für die Mainzer. Die Mainzer müssen jetzt nach Dortmund. Sind gar nicht mehr im Pokal mit vertreten. In der Liga. Haben also in der Woche ein bisschen Pause. Bei den Mainzern ist erste Rodriguez gekommen. Da ist Simon. Das macht jetzt wieder 1-0. 56. Minute. Das ist Quaison. Ne, ist doch Simon, aber Quaison mit der Vorlage. Das ist doch Quaison, oder? Kopfball. Viel zu frei. Keiner bei ihm. Das ist doch Quaison, ja. Mit dem Tor nach dem Donati wahrscheinlich dann. Drittes Saisontor. Für Robin Quaison. Mein Gott, so jetzt muss hier was kommen. Vom Sportclub.
Le Castillo, Le Croix, Gondorf, Möwald. Gut gemacht. Thüram, 1-1. Das ist stark gespielt. Der prompte Ausgleich für den Sportclub. Möwald, guter Ball auf Le Croix, der legt nochmal durch auf Thüram und der dann eiskalt an Hut vorbei. Keine Chance. Der direkte Ausgleich. Na, geht doch. Saisontor Nummer 4 müsste es sein. Für, ne, 3 für Markus Thüram. Keine 4 Minuten nach der Mainzer Führung der direkte Ausgleich. Und jetzt konzentrieren. Weitermachen. Simon. Gut dazwischen. Hintermeier. De Castillo. Thüram. Seitenwechsel. Mit Kerk. Nochmal mit Tempo. Gut gemacht. Nochmal abgelegt. Günther nochmal abgelegt. Gondorf braucht fast ein bisschen zu lang. Legt nochmal raus. De Castillo. Versucht die Flanke, Jibberman blockt, Eckball. Für die Freiburger. Den bringt Sebastian Kerk. Der ist nicht schlecht. Möwald kommt etwas überrascht und kommt so nicht zum Abschluss. Mainz kann erstmal klären, Lienhardt. Der Castillo, hier alles ein bisschen jetzt unsortiert nach diesem Eckball. Thüram, Achtung. Gondorf, Gott, Kerk, Le Croix, jetzt wird richtig Platz für Kerk. Kerk, gibt's noch mal die Möglichkeit, Kerk, ne, Balogun verteidigt ihn. Aber Le Croix und Thüram versuchen Balogun unter Druck zu setzen, der lange Schlag, Cimbermann, Emil Rinne, der Schwede, kann sich nicht durchsetzen. Öztunali setzt aber nach, aber Öztunali gewinnt den Zweikampf, immer noch Öztunali. Das ist immer noch Öztunali, das gibt's doch gar nicht. Öztunali, immer noch Levin Öztunali. Das ist ja viel zu einfach. Dann kommt irgendwann einmal Freiburger, dann gibt Einwurf für die Freiburger in der 73. Minute. So, jetzt die Frage. Was macht man? Man bringt auf jeden Fall die jungen Milo für Kerk auf die rechte Seite. Man könnte umstellen auf ein 4-4-2 haltend. Wäre die etwas flach, wäre die etwas offensivere Variante mit 2-8ern statt mit 2-6ern. Quasi. Ich sag mit einer Raute. Kompakten Raute. Mit einer breiten Raute könnte man es jetzt nochmal probieren. Möwald auf die 10, Le Castillo links, Milo rechts, vorne weiterhin Renault und Thüram. So könnte man es nochmal probieren. Latza kommt für Quaison in die Partie bei den Mainzern. Und uns gibt es den Einwurf. Hier wollen erstmal Kerk raus. Hier kommt erstmal Milo rein. Den Wechsel, Günther. So, Castillo. Gondorf. Rinne. Thüram. Milo. Le Croix zeigt an, er will den Ball haben. Er bekommt den Ball. Und Balogun ist, aber Milo kommt auch nicht ganz mehr ran. Aber Thüram hilft ihm. Gibt Einwurf für die Mainzer. Jairo. Nochmal Jairo. Langer Ball, Simon, gut dazwischen, Günther. Was machen wir da für den Ballverlust? Donati, Perez. Langer Ball, gut dazwischen.
Bondorf. Rinde. Oh, wieder so ein schlechter Ball von ihm. Vom Junge in Schweden. Perez. Gut dazwischen von Le Cro, der kommt nicht in den Zweikampf. Donati. Lina zur Stelle. Wichtig, Gondorf. Nochmal ruhig versuchen, das Spiel aufzubauen. Hintermeier. Ja, von wegen ruhig das Spiel aufbauen. Riesenbock. Und Simon für die Mainzer ist die Abstoß. Aber Schwebe kann zum Glück parieren. Eckball. Nochmal geklärt. Zweiter Ball. Nochmal rein. Le Cro klärt. Möwald verlängert. Rinne mit dem Handspiel eigentlich. Wird aber nicht gepfiffen. Finde Thüram. Thüram. Oh, verscheitert an Brosinski. Der lange Ball. Für die Mainzer. Simon. Lienhardt dazwischen. Wichtig. Wintermeier legt nochmal nach außen ab. De Castillo. Kann den Ball nicht kontrollieren. Gibt Einwurf. Die Mainzer pressen jetzt aufs zweite Tor. Simon gut dazwischen von Hintermeier. Eine Minute noch, gut. Wird Nachspielzeit. Bell. Nochmal Simon, die Flanke. Le Cro. Gondorf. Thüram. Milo. Ah, schade. Und Milo. Steckt den Ball durch. Oh. Rinne. Braucht einfach noch ein bisschen der Ballkontrolle. Was in der Wirklichkeit, um sich da dann am Mann vorbeizuschlängeln. So, nochmal die Mainzer, Hintermeier dazwischen. Gut gemacht und dann ist hier Schluss. Und am Ende endet die Partie in Mainz 1:1. Bis auf die beiden Tore auch keine großen Highlights in dieser Partie. Schüsse 3-2, Schüsse aufs Tor, 2:2. Ballbesitz, Mainz hat ein bisschen mehr, wir mit einem Zweikampf mehr. Also geht das Energy dafür okay. Man of the Match ist hier heute. Die Mainz auch an einem 4-4-2. Donati mit einer 8,6. Okay, jetzt müssen wir jetzt beide leben. Hannover 2-2 gegen Hamburg, Dortmund gewinnt 2-0 in Hoffenheim, Union 1-1 gegen Leipzig, Wolfsburg später noch gegen Gladbach am Samstagabend. Wir gehen jetzt ins Training hinein. Das passt eigentlich so weit. Würde ich sagen, wir gehen rein. Ich wollte wirklich mal was kurz ändere, aber wir lassen es mal so. Schauen mal nach. Pichler mit einem C verbessert sich. Becker F verbessert sich. C, B und auch hinter Wetzberger mit einem A. Geht nochmal um eine Stärke nach oben. Alles soweit sehr wichtig. Und dann haben wir kurz noch drei E-Mails. Und zwar ist ein Spieler auskuriert, nämlich Konrad Leimer. Diese gefährdet die Stärken unserer Marke. Ja, alles gut, macht sich keinen Stress. Nachricht von Spielern haben wir noch, nämlich Gondorf blankt, dass er spielen darf. Alles gut und dann würde ich sagen, man muss jetzt schnell diesen Part, ja. Wir bleiben ja auch zwei Spieler-System. Das heißt, wir haben ja dann Waldschmidt, Thüram, Rinne, ja, und dann fehlt ja eigentlich noch eine Nummer 4, so ein bisschen dahinter. Und diese Nummer 4 wird Laurenz Pichler. Ich möchte ihn eigentlich noch nicht hochziehen, aber dann im Winter wahrscheinlich jemand für die Rückrunde schon mal dann in den Profikader aufnehmen. Aber gut, das bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, hoffe, die Partie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar, wie auch immer. Und dann sehen wir uns
im nächsten Part im Achtelfinale zu Hause im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.